Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Unter diesen Worten der Verheißung aus dem prophetischen Buch Jesaja feiern wir heute Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Friede sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen im Advent. Herzlich willkommen im neuen Kirchenjahr hier in unserer St. Johanneskirche zu Aachen. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, eine Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch ungerührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Amen. Hier findet ein Kind in Windeln entwickelt und in den Griff liegt.
Menschen noch zu, fürchte dich nicht. So lehrten sie die Menschen über das Wunder der Liebe Gottes zu staunen. Damals, doch das ist lange her, sehr lange. Haben sich denn die Zeiten nicht geändert? Lehren die Engel uns heute nicht viel mehr das Fürchten? Rufen sie uns heute nicht zu, fürchte dich? Ja, fürchte dich. Vor all denen, die mit ihrer Hetze das Klima der Gesellschaft vergiften und den Frieden gefährden. Vor den sogenannten Widerstandskämpfern, die mit ihren Vergleichen die Geschichte verfälschen und für sich verzwecken, die schreckliche Verbrechen und entsetzliches Leid verharmlosen. Fürchte dich. Auch vor all den vielen, die nicht davor zurückschrecken, mit ihren Pöbeleien und Schmierereien im Internet oder auf offener Straße ganz fies und gemein andere beleidigen, Schwache verachten und verhöhnen und durch ihr Mobbing die Seelen anderer schädigen und zerstören. Fürchte dich vor all denen, die uns heute Angst einjagen wollen und Panik schüren, dabei aber doch nur um sich selber besorgt sind und die sich mit ihren leeren Parolen und viel heißer Luft immer weiter in die Widersprüche ihrer Verschwörungstheorien verwickeln. Fürchte dich auch vor all denen, die heute mitlaufen, mit denen, die vor nichts mehr zurückschrecken, die mitlaufen mit den Neonazis, mit den Reichsbürgern, mit den QAnons und wie sich die Faschisten unserer Tage heutzutage noch so nennen oder genannt werden, vor denen, denen immer mehr hinterherlaufen. Fürchte dich vor all denen, denen gar nichts mehr heilig ist, vor all denen, die sagen, Geld regiert die Welt. Und die das nicht nur sagen, sondern auch an gar nichts anderes mehr denken können, deren Profitgier alle Mittel recht sind. Vor denen, die der Zerstörung der Umwelt sowie dem massenhaften Leid von Menschen und vor Tieren immer gleichgültiger gegenüberstehen, die immer abgestumpfter reagieren, weil sie meinen, sie könnten ja doch nichts tun, es wäre schließlich auch nicht alles ihre Schuld. Fürchte dich vor all denen und vor allem auch vor dir. Wenn du meinst, du hättest eine reine Weste, weil du dir nicht zu Schulden kommen lässt und weil du dir deine Wohlfühlblase von nichts und niemandem kaputt machen willst, doch dabei gar nicht merkst, wie du in Kitsch und Kommerz versinkst. Und schließlich fürchte dich vor all denen, die nichts mehr fürchten und die nichts mehr ehren, die keine Ehrfurcht mehr kennen vor dem, was die Engel damals riefen und verkündigten, fürchte dich nicht. Denn so wie damals, so wollen die Engel doch auch heute noch den Menschen das Staunen über das Wunder der Liebe Gottes in einer heillosen Welt lehren. Sie wollen uns zeigen, dass die Liebe die Angst überwinden kann, dass wir nicht zu viel Furcht haben müssen in unseren Herzen und nicht an unserer Angst zugrunde gehen. Dass wir nicht verzweifeln, sondern dass wir uns freuen in diesem Advent, in dieser Welt voller Angst und Schrecken. Dass wir nicht die kleinen und auch nicht die großen Wunder übersehen, die uns umgeben und all das, was unser Leben schön und ja lebenswert macht. Die kleinen und die großen Gesten unserer Liebe zu unseren Nächsten, zu denen, die auf uns warten, die Einsamen, dass wir sie auch mit viel Abstand in den Arm nehmen und sie in Gedanken, Gebeten und in unseren Herzen besuchen. Die Hungrigen und die ohne Obdach sind, Menschen im Krieg oder sonst in großer Not und auf der Flucht, dass wir sie nicht vergessen und dass wir daran denken, ihnen auch in dieser Zeit zu helfen, so gut es nur geht. Zu denen, die sich um uns sorgen, in der diakonischen Betreuung und Pflege sowie in der medizinischen Versorgung überall da weltweit tätig sind, die für unsere Sicherheit und für den Schutz unserer Familien verantwortlich sind. Und die, die uns in unserer Einsamkeit ein Wort der Zuversicht schenken. Menschen, die uns aufrichten, wenn wir niedergeschlagen sind. Und alle, die zu uns sind, wie gute Engel. Dass wir in all unserer Not und unserer Angst, in unserem Leid und in unserer Furcht es doch geborgen wissen dürfen, dass wir still und treu begleitet werden von guten Mächten,
Also fürchte dich, aber richte. Wenn du keine Angst hast, wie könnte Gott sie dir abnehmen? Wenn du dich nicht fürchtest, wozu sollten dann die Engel um Himmels Willen rufen, fürchte dich nicht. Deshalb fürchte dich, aber richte. Dann merkst du, er schickt uns auch heute noch Menschen, die wie Engel an unserer Seite sind. Uns auch in dieser schweren Zeit in unserer Angst helfen. In einer Apothekenumschau, da war zu lesen, mit dem Beginn der Corona-Pandemie, da ist die Zahl der Fehltage wegen psychischer Leiden gestiegen. Angst- und Schlafstörungen haben zugenommen. Alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz, der Kontakt zu Mitmenschen ist plötzlich stark eingeschränkt und über dem Alltag, da schwebt die Angst vor dem Virus. Die Corona-Pandemie, ihre Dauer und Folgen sind schwer einschätzbar, was in der Bevölkerung diffuse Ängste weckt. Unsichere Zeiten wirken sich auf die Seele aus. Das ist normal. Doch es können sich auch Angststörungen entwickeln, schwere psychische Erkrankungen. Eine Zeit der Angst, eine Zeit der Unsicherheit. Aber auch in dieser Zeit, da rufen die Engel es uns zu. Fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, ob sie heute leiser rufen als damals oder ob die Welt um uns herum einfach nur lauter geworden ist. Doch ich bin gewiss, dass du sie hören kannst, wenn du willst, wenn du achtsam bist auf die kleinen Dinge und auf die leisen Töne. Dann kannst du sie hören, die Engel, wie sie heute leise rufen, weil sie nicht den Lärm und den Krach des Alltags übertönen, sondern wie es in einem kleinen Gedicht heißt, sagt es leise weiter. Sagt allen, die sich fürchten, sagt leise zu ihnen, fürchtet euch nicht, habt keine Angst mehr, Gott ist da. Er kommt in unsere Welt, einfach, arm, menschlich. Sucht ihn, macht euch auf euren Weg. Sucht ihn nicht über den Sternen, nicht in Palästen, nicht hinter Schaufenstern. Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, wo ihr traurig seid und Angst habt. Da hat er sich verborgen. Da werdet ihr ihn finden. Wie einen Lichtschein im Dunkeln gestrüpp, wie eine tröstende Hand, wie eine Stimme, die leise sagt, fürchte dich nicht. Und zu diesem kleinen, feinen Gedicht von Peter Horst, da passt auch noch das schöne Wort der Theologin Christa Spilling-Nöker, die einmal geschrieben hat, es gibt Begegnungen, in denen alles in dir hell wird, die deine Seele aufleuchten lassen, als stünde ein Engel im Raum. Ich wünsche dir das Geschenk solcher heiligen Augenblicke, in denen dir das Licht des Himmels mitten ins Herz scheint. Ja, wenn wir solche Begegnungen erfahren dürfen, wenn wir die leisen Worte unseres Gottes in dieser lauten Welt hören, dann können wir uns freuen. So wie damals gehörten diese einfachen Leute auf dem Feld, die Worte der Engel gehört haben und das Licht gesehen haben, das ihnen den Weg gezeigt hat zur Krippe. Und wir dürfen uns freuen, auch in Zeiten wie diesen. Ganz einfach so, wie es in unserem Adventslied nun heißt, Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem. Amen. Thank you.
entsteht Hoffnung, Freude, Geborgenheit. Dafür danken wir dir. Komm du zu all denen, die erschöpft und enttäuscht sind und die nicht mehr an deine Liebe glauben können. Wir bitten dich, gib ihnen dein Licht. Komm du zu all denen, die einsam sind und die sich nicht mehr freuen können, weil sie keine Menschen haben. Wir bitten dich, gib ihnen dein Licht. Komm du zu all denen, die ratlos und die verzweifelt sind, krank vor Angst, die vor Leid oder vor Krankheit keine Hoffnung mehr haben. Wir bitten dich, gib ihnen dein Licht. Komm du zu all denen, die sich aus der Gemeinschaft ausgestoßen fühlen, die den Anschluss nicht mehr finden, die sich nicht mehr zutrauen, einen neuen Anfang zu machen. Wir bitten dich, gib ihnen dein Licht. Komm du zu allen jungen und alten Menschen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben finden, die nichts mehr entdecken, wofür es sich zu leben lohnt. Wir bitten dich, gib ihnen dein Licht. Komm du zu all den Menschen, die in Streit und in Unfrieden leben, die den grausamen Wirren sinnloser Kriege ausgeliefert sind. Wir bitten dich, gib ihnen dein Licht. Komm du zu deiner Gemeinde, zu deiner Kirche und lass deine Liebe in ihr Gestalt gewinnen, dass sie auch in Zukunft wieder Kraft aus deiner Liebe schöpfen kann, um dir und den Menschen zu dienen. Wir bitten dich für alle Kirchen und für alle Christen weltweit, gib ihnen dein Licht. Und in der Stille nennen wir dir Gott die Menschen, die uns persönlich im Herzen liegen, die deine Hilfe und deine Hoffnung brauchen. Wir bitten dich, gib ihnen dein Licht. Amen. Sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen.